Hallo, so, da bin ich wieder zurück aus der kleinen Pause und ja, allen, die dazugekommen sind, natürlich an dieser Stelle ein recht herzliches Hallo und einen wunderschönen vierten Adventssonntag. Und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Euch allen weiter viel Spaß hier beim Schauen. Und ja, dem scheint hier tatsächlich mit seinem Kurs zu funktionieren, auch wenn er hier vorne im Übergang mal sehr langsam fährt, aber das hat er ja vorher auch schon gemacht. Das ist ja die gleiche Strecke, die ich als vorher gemacht habe. Ich habe die ja nur erweitert nach hinten, damit ich hier schön über meinen Platz fahren kann. Oho, okay. Läuft an. Der ist fertig. Sehr schön. Bin ich denn eigentlich? Ach so. Aber man kann ja voll weit gucken, ne? Aber das hier sieht aus wie die Straße. Da bin ich schon mal richtig. Ich wollte das Gefährt doch hier hinten lassen. Ja, es ist in-game immer noch am Schneien. Wie regel ich den denn jetzt? So, irgendwo gab es doch auch hier sowas Kompliziertes wie ein Wetterdienst, ne? Um 9 Uhr scheint die Sonne. Also muss ich dafür sorgen, dass 9 Uhr wird, richtig? Denn dann kann ich mich aufs Feld. Ja, das ist natürlich jetzt gar nicht mal so gut. Mehr geht nicht. So, komm, dann fährst du das jetzt einmal zurück. Zwei. Und während er das tut, beschleunigen wir mal so ein bisschen hier die Zeit. Das sieht jetzt geil aus, ne? So, 9 und es hat aufgehört zu puseln, zu regnen. So. Gegen Schnee ist das Gleiche. Ne? So. Also, der lädt nochmal ab und danach kann er sich um Zuckerrohr kümmern. Wie viel Zuckerrohr brauche ich? Mal schauen. So, Zucker. Da, das ist voll, genau, und ich brauche circa 3 Ladungen Zuckerrohr. Okay. Jawohl. Soll es werden. So, der macht Schluss. Hier brauchen wir wieder den richtigen Modus. An Silo 2 laden, an der Zuckerfabrik entladen und wir brauchen zurückfahren.
So, wir brauchen Zuckerrohr. Zuckerrohr, dreimal das Ganze und oho. Ja, schön. Der ist schon groß, der kann das alleine, hatten wir schon. Jetzt kommt natürlich mal kurz speichern. Mache ich also zwischendurch mal selber die Map. So. Da ist drauf nee, Sonnenblumen, doch Sonnenblumen haben wir drauf. Nee. Aufgepackt. Wir dann aufgepackt. Nein. Hat denn diese Farbe noch? Außer Sonnenblumen. Sonnenblumen. Sonnenblumen, nur noch Sonnenblumen. Okay. Also Sonnenblumen sind da drauf. Genau, die haben wir da drauf gepackt jetzt. Und die anderen Felder dürften jetzt, oder zumindest einige davon, dürften jetzt fertig sein. Aber auch nur gedacht. Ja, da hast du aber auch echt nur gedacht. Mal drüber gelacht. Das war's. Da haben wir noch nichts. Zumindest nicht bei meinen Feldern. Was ist jetzt hier? Oder macht er nicht? Ja. Ne, ist klar. Okay, habe ich verstanden. Mal Silo 2 laden muss ich als erstes nehmen, natürlich. Und dann mal ausmachen. Versuchen wir es mal so. Könnte besser funktionieren. Oh Mann. Entladen, laden. Das hat noch nie funktioniert. Irgendwie. Okay, also Zuckerrohr kann ja schon mal rüberbringen. Das ist okay, aber das war's dann auch. Ich muss tatsächlich noch bis in den Januar hüpfen. Hier was tut. Aber, Moment. Gibt ein Aber an der Sache. Mäh. So. So. Na, komm schon. Das passt doch bestimmt auch noch. Oder? So, einmal ganz viel Wolle aufgeladen.
Und jetzt schön. Das war's. Wer passt in diese nicht rein? Genau so muss das. So, jetzt holen wir noch Honig und Eier. Ich würde sagen, erstmal Eier. Noch welche raus? Ja, anscheinend nicht. Aber bei Honig, ne, da haben wir immer so eine Art Doppelbelegung. So, Honig. Da kommt noch was. Dauert immer ein bisschen, ne, bis der Imker das da rausgekratzt hat. Noch eine volle Palette. Noch eine volle Meinung. Ist ja der Wahnsinn. Ah, kommt noch eine. Entweder war das jetzt zufällig. Nee, doch nicht. Aber mehr wird das auch nicht sein. Es wird jetzt so noch so eine angebrochene sein. Dass ich es richtig überschlagen habe für 2 Tage. Hat er richtig überschlagen. Wunderbar. Oh, der schleicht sich immer noch. Honigfabrik. So, warte. Honig, Honig. Honigfabrik, ja. Müslifabrik heißt immer noch, dass der Ding. So, da kommt das mal Honig rein. Becker kriegt ein paar Eierlein, das mache ich mal ein bisschen anders. Mal rückwärts dran. Okay. Dachte, der holt die letzten Paletten erst, zuletzt so. Ich dachte, dass er die komplett runterholt. So, jetzt habe ich bestimmt noch eine Palette Fashion irgendwo rum.
Oh, nicht nur eine, da stehen drei. Dann schauen wir doch mal. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kuchen, oh. 10.000 beim ALDI. Okay, schauen wir doch mal. Upsa. Dennoch gleich. Leg mich mal an. Link, link. Ganz da unten. Okay, das ist ein Stück. Haben wir denn noch? Dann nehmen wir den. Unwesentlich weniger, aber ich brauche nicht 8 Stunden fahren dafür. Gut. Was war das jetzt? Ja. Hier am Arsch der Map, dieser Land. Auffahrtsregeln? Unfassbar. Also mit den Verkehrsregeln, das haben sie noch nicht so ganz raus. Muss ich jetzt vorstellen, dass da so ganz fleißig so 10, 20 Mitarbeiter so also immer rausrennen, reinrennen und diese einzelnen Sachen da einzeln runterholen. So. Mode, Fashion, was ist denn damit? Wo soll ich das denn hinbringen? Wie denn die Kleidung? Baumarkt. Der ist fallend. Okay. Also schnell zum Baumarkt damit. 15.000, das ist gut. Dafür haben da aber auch Menge Maschinchen fleißig dran gestrickt. Sehr gut, sehr gut. Ab zum Baumarkt. Ich mach das mal anders. Ich mach das mal. Das?
Nur das, ne? Und dann schmeißen wir das Ganze runter. Ja, viel ordentlicher. Spanngurte weg. So, der steht da ganz gut. Ja. Okay. Dann. Da jetzt alles soweit entleert ist. Wie sieht denn im Moment? Nee, nicht so ganz. Wie sieht das denn mit ihm aus? Ah, guck. Dann schmeißt den Rest wieder. So, 2. Und dann springen wir direkt einen Monat weiter. Das heißt, ich lasse mich jetzt einfach mal mitnehmen bis meiner Hütte. Oh, da hinten stehen Erdbeeren draußen. Dann steht da bestimmt auch irgendwo Mehl draußen. Da können wir mal eben schauen. Also. Das ist quasi wieder voll. Können wir schon mal wieder deaktivieren. Volle Baumwolle, das sieht alles sehr gut aus. Baumwolle könnte ich mal wieder dahin legen. Okay. Schaut sowieso gut aus. Mineraldünger ist kein Mist für da. Deaktivieren. Außerdem muss ich mal langsam wieder Gärreste nachproduzieren. Wo ich ja fleißig bei bin, aber irgendwo hat natürlich die Produktion auch ihre Grenzen. So, Erdbeeren. Den auch verteilen und wähle das gleiche, steht auch verteilen. Kuchen. Nö, da muss noch. Da muss noch was. Auch Butter muss noch. Ja, super. Alles gut. Sonnenblumen, da müsste ich natürlich auch noch was nachlegen. Aber da kann ich natürlich auch mit warten, bis ich einen Monat weiter bin noch. Und dann legen wir da ordentlich Sonnenblumen nach in der Ölfabrik. Die Uhr wieder? Ja, komm. Es ist im Winter noch so schön dunkel.
Moment. Ja, das haben wir kapiert. So, dann schauen wir doch mal eben hier nach den Spuren. Nix. So, jetzt. Okay, also Kursaufzeichnung. Mach einen Punkt. Mach einen Punkt. Mach einen Punkt. Hast du jetzt einen Punkt gemacht? Ich hoffe. Ja, da ist einer. Gut. Er fährt ja immer nur mit der Nase bis dahin. So. Dann kann er hoffentlich schon entladen. Das weiß ich noch nicht. So hoffe ich. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist die Ölfabrik. Entladen. Entladen, abladen. Vollkommen egal. Okay. Vorne fahren, so. Und dann weiter aufzeigen. Na. Hey, hallo? So jetzt. Gut. Und gerade hier durch. Kursaufzeichnung aus, Stück zurück und schauen. Ich glaube, so kann man das nehmen. Speichern, jo. Und raus. So, mein Lieber, dann wollen wir mal. Wir brauchen Silo 2 laden.
Wir brauchen Ölfabrik entladen. Und natürlich Sonnenblumen da. So, Sonnenblumen. Ja. Wie viel denn? 144.000. Also erfahren. Ach, dann fahr dreimal, dann ist das Ding wieder voll. Gut ist, ne? Du machst das schon. Ich weiß nur nicht, ob er richtig entlädt, aber das wird sich gleich zeigen. Er richtig anfährt oder nicht. Oder ob es mal wieder zu kurz war. So. Wir sind jetzt mittendrin, stand nur dabei. Hey, der Witzker. Eins, zwei, drei. Die gehören alle mir, ne? Eieiei. Und da war drauf. Das ist klar. Das ist hier Soja, ne? 1, 2, 3. Ja, das da. Das da war auch noch. Glaube ich, Gerste drauf. Ja, und da ist Gerste drauf. Da stellen wir schon mal einen Mähdrescher drauf. Und das große Feld hier, da ist mit Sicherheit Soja drauf. Ja, da brauche ich auch einen Mähdrescher für. Mindestens. Ja, und auf den anderen ist auch Soja. Muss ich allerdings in den Einstellungen. Kalk notwendig ausmachen, weil ansonsten mir die beiden Felder, die ich da dazu gekauft habe, leider kein vernünftiges Ernteergebnis bringen. Na, das heißt, mit dem nächsten Säen muss ich dann Kalk wieder anmachen, die Felder kalken und ab dann läuft das dann da bei den Feldern auch mit Kalk. Bei den anderen Feldern jetzt sollte das eigentlich keinen Unterschied machen, oder? Er hat's. Sehr schön. Okay, gut. Mähdrescher, wo sind Sie? Wo sind meine 300 Mähdrescher? Sonnenblume. Feldkurs 78. Feldspritze, nein. Nein, Mähdrescher. Drescher habe ich es ja nur genannt. Ah. Drescher, 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 78 quer. Soll man das so machen, oder? Soll ich zwei Fahrzeuge? Nee, komm. Nehmen hier Drescher. Zwei Fahrzeuge.
In den. So. Kurs laden, aktivieren. Dankeschön. So, und jetzt einfach so einen Blick aufs Feld werfen natürlich. Einen ordentlichen Blick aufs Feld werfen. Oben ansetzen. Setze ich mit dem einen oben an, mit dem anderen setze ich hier an. So mache ich das. Kommen die sich auch am wenigsten in die Quere. Kann jetzt ein bisschen dauern. Schalala. Gut, dass ich 3 Millionen habe. Ich muss gleich Mähdrescher kaufen. Oder mieten. Warte mal, sollen wir mal Mähdrescher mieten? Bringt jetzt keine Abstellprobleme mit, ne? Welche Miete? Könnte natürlich auch einfach einen weiteren Abstellpunkt bauen, hinten, wo der Pferdestall ist. Poppers oder Snickers oder so? Nee, da, guck mal. Wenn es mal wieder länger dauert. Wenn der nicht so heizen würde, ne? Ich meine, voll ein Geschwindigkeitsrausch hier. Ausfahren, tada. Habe ich. So, du wirst eingestellt auf Abtankpunkt 81 mit Unterstützung und mit Machine. Na Quatsch, ne? Merkst du selbst. Keine Ahnung, was das jetzt war. Macht ja was. Okay, wo ist der andere LKW? Der ist noch am Machen und der muss auch machen. Jetzt mal kurz hier so hinstellen wieder. So. Dann brauche ich. Und Kilo 2. Gabe und
Wohin? Zum Geier? Hallo? Ist nicht, was sie tun. Nein, jetzt sehen wir mal, was hier passiert. Wartet. Kann man das auch machen. Na gut, so, der sollte auch gleich fertig sein, denke ich mal. Dann werden wir hier schon mal den Drescher 2 mit einem Kurs. Waren wir denn stehen geblieben? Hallo. So, da, nee, Düngerstreuer nicht, Drescher. Drescher war es. Drescher. Drescher 78 quer. Ausladen und aktivieren. Haben wir schöne aufgeteilt, ne? So 78 2. Übergabe, alles gut. Und nichts für hin. So, den setzen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Und dann machen wir hier noch Wegpunkte. Blick auf die Map. Und der hat ja hier ordentlich was vor sich. Und ich würde sagen, hier ungefähr, da ungefähr könnte die Hälfte sein. Drehen. Dann der fährt so ziemlich direkt drauf zu. So, wie sieht's aus? Wo sind wir? Gleich da. Wollen wir nicht übertreiben. So. Gucken. Also, da ansetzen oder da ansetzen. Lass uns den mal hier ansetzen. Nach unten werden die Wege ja auch ein bisschen kürzer. Und los. Er müsste schon da stehen und warten. Tut er auch. Wunderbar. Auch fertig soweit. Erstmal hier. Dann an Silo 2. Danach darf er zum Feld. Ich kann schon mal schauen, weil ich werde Wasser brauchen. Stellt sich natürlich die Frage, ob ich wieder den gleichen nehme.
Weil wenn ich hier mir die Kombis angucke, die muss ich leider alle Moment mal. Doch ein Fendt. Schneidewerke. Dreizehn Komma sieben, zwölf. 15,2. Ich bleib bei dem. Hat den Vorteil, dass ich nicht alle Kurse noch mal neu machen muss. So, gut, dann schauen wir mal. Lass uns den doch mal mit einem Bandlaufwerk kaufen. Bandlaufwerker von Kontinent. Auf Michelin gibt es ein Bandlaufwerk. Das nehmen wir doch einfach mal. So, davon habe ich jetzt zwei Stück gekauft, ne? Und dann brauche ich von dem. Natürlich auch noch mal zwei. Und der muss erstmal Richtung Feld. So, ganz fix ab. Ab. Zwei. Bei Silo 2 entladen und los. Aber hopp, hopp. Der ist nämlich auch schon fleißig hier. Da sind sie. Ein nagelneues Maschinchen. Habe einfach keine Lust auf diese Anhänger, weißt du? Finde das total knorke, dass sie hier einfach dass das Mähwerk einfach aus- und einklappen kannst, das Fahrwerk davon, und fertig.
Das ist einfach nur geil. So, dann schauen wir doch mal, wohin. Ich muss zu Feld 44, zu Feld 50. Zu so vielen Feldern muss ich. Der gibt ja jetzt Stoff hier. Alte Fliegerweisheit, ne? Verlasse niemals den Acker ohne deinen Tacker. Bin im Übrigen gestern endlich dazu gekommen, mir in lieber Gesellschaft einen einen Film anzuschauen, auf den ich lange gewartet habe. Top Gun Maverick. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Normalerweise sind ja Fortsetzungen für den Hintern, aber meine gängige Meinung. Aber es gibt doch einige inzwischen, wo ich diese revidieren musste. Und unter anderem auch bei dem. Also der ist wirklich sehr, ja, gut gemacht. Ich will jetzt auch nicht spoilern, deswegen, wer den noch sehen will, vielleicht noch nicht gesehen hat, dem will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir noch eine Schippe draufgelegt haben, aber mindestens gleich gut. Der erste von 86. Ach komm, das muss ja auch hier gemacht werden, ne? Machen wir das noch. Ohne Stroh. Ohne Stroh diesmal. Vorablage anschalten. Nein, das lasse ich jetzt aus. Ich habe genug Stroh. Ich habe 400, ne? 4 Millionen oder so waren es. Nicht übertreiben. Ich habe gar nicht genug zum Abfahren. Viel besser. Auch noch Fahrzeuge zum Abfahren. Oh, 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 oh. Okay, hab kein Fahrt zum Ziel berechnen können. Was? Wie jetzt? Was ist passiert? Warten? Oh, nein, das kann ich. Das kann ich nachvollziehen, ja. Dass der das nicht konnte. Ah, okay.
Dann stellen wir dich mal hier hin und sagen immer, hier, mach weiter. Aufruf warten. Und er fährt. Gut, also ich war eigentlich bei Feld 46 angekommen. So, dann muss ich nochmal schauen. Job erstellen? Nein. Kurs laden. Genau. Pressure 46. Kurs laden aktivieren. Und einen Blick werfen. Da unten war der Anfang. Siehst du, muss ich hier auch noch einstellen. Abtanken 3. Habe ich immer noch nicht richtig benannt. 46 heißen. 40, 48. Das reicht. Wo haben wir gesagt? Lassen wir. So wahnsinnig viel von. Und gut. Ja, wie mache ich das jetzt? Nehme ich da. Genau, Verlass der Frucht, das finde ich gut. Und wir holen uns mal einen anderen, eine andere Zugmaschine. Stimmt. Schon in Arbeit, ist gerade nicht in Arbeit. Ah. Okay. Entparken. In Fahrzeug steigen. Jo, mit Motor ist alles besser. So, den werden wir auf jeden Fall noch hier auf Kurs bringen. Bevor ich gleich noch mal kurz im Hintergrund verschwinde. Nehmen wir mal hier ab. Und der darf den Mähdrescher unterstützen und diesen. Uns rein, aber nicht zu feste. Oh, der läuft. Keiner weiß wohin, aber der läuft. Natürlich noch ein. Ach komm, den hole ich noch.
Er ist fleißig, der ist fleißig. Der auch, da ist auch einer auf dem Wegchen, das passt. Und der. Ja, der muss ich holen, ne? Ich lasse euch mal auf. Lass doch mal auf diesem schnuckligen Gerät. Ich muss noch mal ganz kurz für ein, zwei Minütchen in den Hintergrund. Dann bin ich wieder für euch da. Bis gleich.